Hallo meine Freunde, mein Name ist Thomas Gerdon und willkommen bei der Gewinnspielauflösung. Letzte Woche gab es ein Gewinnspiel hier auf dem Kanal mit der Super Mario Galaxy CD. Und auf jeden Fall wurden extrem viele Kommentare in die Kommentare geschrieben, haha. Und einfach jeder Kommentar hat mir so gesehen Lächeln ins Gesicht gezaubert. Voll cute. Aber auf jeden Fall kann es im Endeffekt nur einen Gewinner geben. Leider ist es so. Ich habe nur eine CD. Hätte ich 20 CDs, könnte ich die natürlich alle rausschicken, aber ich habe leider nur eine Super Mario Galaxy CD. Und ich glaube, ich habe mich jetzt für einen Gewinner entschieden. Ich habe mich jetzt ein bisschen länger dran hingesetzt, mir alles nochmal durchgelesen, mir gedacht, okay, wer genau könnte jetzt wirklich gewonnen haben. Und im Endeffekt gab es drei Kommentare, wo ich so davor saß und mir dachte, wer von den drei soll gewinnen. Und dann habe ich das einfach gemacht, dass ich den Zufallsgenerator entschieden haben lasse. Und im Endeffekt kann es leider nur einen Gewinner geben. Ich denke mal nicht, dass es das letzte Gewinnspiel auf dem Kanal sein wird. Es wird mit Sicherheit noch irgendwie ein paar Gewinnspiele kommen, es sei denn, wenn ich irgendwie CDs oder sowas habe oder keine Ahnung, wenn ich irgendwas finden sollte, was ich so verschicken kann. Gut, ich würde sagen, ich komme einfach mal zu dem Gewinner. Es war ein Gedicht, muss ich sagen. Gedichte, ja, hat einen Pluspunkt bei mir so gesehen. Natürlich habe ich auch extrem viele lange Texte gehabt, wie zum Beispiel, ach, ich will jetzt keinen Namen nennen, dann weiß sofort der Typ, dass er nicht gewonnen hat. Deswegen fange ich einfach mal mit dem Gedicht an. Der Thomas und sein Skill, den hat er gezeigt, kein Müll. Wer das bezweifeln tut, dem sei gesagt, nur Mut. Über 520 Minuten warten bei Mario Maker mit einigen Frusttaten. Viele Stunden im Schnitt machen sich belohnt mit Klicks. Wortwitz und kreative Bearbeitung bieten immer wieder Abwechslung. Und daraus ergibt sich ganz allmählich Thomas. Wir mögen dich. Und dann wurde hier noch ein Text dazu geschrieben. Ich hoffe, dir gefällt mein kleines Gedicht. Es war schwer, sich für ein Projekt zu entscheiden. Darum noch eine kurze Erklärung. Mario Maker ist als Projekt nicht wirklich spannend oder besonders witzig, aber du bringst da ganz viel rein. Seien es deine schönen Flachwitze. Ja, ich fand die Nische. Oder die wirklich geniale Bearbeitung. Als Zuschauer merkt man das und es macht viel Freude das beim Anschauen. Natürlich sind Projekte wie The Last of Us oder sämtliche Mario Games auch total genial. Und die Gewinnerin ist Katalea, kann ich so sagen. Also ich habe dich jetzt per YouTube-Benachrichtigung kontaktiert. Falls du keine Nachrichten lesen kannst, es sei denn, weil du kein PC oder so hast, dann kann ich dir auf irgendwelchen sozialen Netzwerken schreiben. Da musst du mir nur sagen, wie genau du da heißt und dann kann ich dich da anschreiben. Auf jeden Fall brauche ich ja deine Adresse, um dir es im Endeffekt zuzuschicken. Naja, jetzt nochmal ein kleines Sorry für die, die nicht gewonnen haben, aber ein ganz großes Dankeschön an jeden, der einen lieben Text drunter geschrieben hat. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu böse, dass ihr nicht gewonnen habt, aber es kann leider nicht jeder gewinnen. Naja, ich würde sagen, das war's mit dem kleinen Video und ich sehe dich morgen bei den nächsten Videos. Bye, bye!